Es war das Jahr 1943, mitten im Zweiten Weltkrieg. Die Deutschen hatten ein ehrgeiziges Projekt gestartet, das den Kriegsverlauf hätte verändern sollen. Im Wald von Epalex, etwa 10 Kilometer nordwestlich von Saint-Omer in Nordfrankreich, begann der Bau einer massiven Bunkeranlage. Das Blockhaus von Epalex, auch bekannt als Kraftwerk Nordwest, sollte zur Herstellung und zum Abschuss von V2-Raketen dienen. Die V2-Raketen waren eine neue Art von Waffe, die von den Deutschen entwickelt wurde und die Fähigkeit hatte, Ziele in großer Entfernung zu treffen. Die Bunkeranlage war so konzipiert, dass sie über 100 Raketen gleichzeitig aufnehmen und bis zu 36 Stück am Tag abschießen konnte. Aber die Alliierten hatten Wind von dem Vorhaben bekommen. Sie führten am 27. August und am 7. September 1943 erste Bombenangriffe auf den Standort aus. Trotz der massiven Betonkonstruktion konnte die Anlage durch die wiederholten Bombardierungen der britischen und amerikanischen Luftlandestreitkräfte schwer beschädigt werden. Am 27. Juli 1944 überstand sie einen weiteren Tallboy-Angriff unbeschädigt. In Anbetracht des heranrückenden Gegners wurde sie demontiert und nach Deutschland geschafft. Heute beherbergt die Anlage ein Freilichtmuseum, welches wir uns gemeinsam anschauen. Also viel Spaß in dieser Folge Relikte der Vergangenheit. Sir Ferenc ist ganz heiß. Er hat nämlich hier ein Diorama gefunden. Ein Diorama. Das sind sogenannte Meilerwagen. Am Anfang hatte man noch La Coupole und der Epalex, da wo wir auch sind, geplant. Die Alliierten hatten aber ziemlich große Bomben, sogenannte Tallboy-Bomben. Und die haben relativ schnell die geheimen Anlagen zerstört. Und dann sind die Deutschen auf die Idee gekommen, sogenannte Meilerwagen zu installieren. Und das ist ein quasi ganzer Zug, der besteht aus einem Treibstoffwagen, technische Ingenieure, dann halt der Meilerwagen selber. Die Rakete wurde liegend transportiert und konnte dann aufrecht hingestellt werden. Gepanzertes Fahrzeug und natürlich allerhand technisches Gerät. Und dann wurde die abgeschossen und dann hat man relativ schnell wieder diesen mobilen Startplatz woanders hin bewegt, damit man nicht aufgeklärt werden konnte. Von der alliierten Luftwaffe. Genau. Hat sich jemand hier richtig Mühe gegeben, nicht nur die V2 einmal darzustellen, sondern auch die V1. In Hermeskeil zum Beispiel gibt es noch ein altes Fundament, wo man diese Startrampe drauf aufgesetzt hatte. Flugabwehr. Und dann ging das los. So. Und leider ist das Wetter heute nicht wohlgesonnen mit uns, aber tada! Das Museum hat an alles gedacht, weil ein Großteil davon ist draußen. Und die haben gesagt, ein automatisches System. Doch nicht so automatisch. Sie hatte gesagt, das wäre automatisch, Leute. Aber es ist nicht automatisch. Deswegen, das war fast peinlich, aber ging noch. So, das Museum hat an alles gedacht. Und, bist du freudig erregt? Jawohl. Jawohl. Ich freue mich auch. So, was sehen wir denn hier? Also, da kommen wir raus. Und da sind Waggons von einer Pak 44 wahrscheinlich, die beiden Rohre. Möchtest du ein kleines Wiegelchen, wo ich mir hinterherziehe? Das wäre super. Ich nehme das kleine erste direkt. Mit dem Herz. Ja, doch lieber das. Oder ne? Selbst für Kinder hat man hier gedacht, an alte Personen. Also das ist schon super. Das U-Bahnblech, Luftschutzraum. Die Luftschutzräume aus gebogenem Wellblech, auch U-Bahnblech genannt, haben wir wieder was gelernt, waren im Ersten Weltkrieg sehr verbreitet. Diese U-Bahnbleche, genannt Luftschutzräume, komische Übersetzung, waren leicht betoniert, teilweise vergraben und konnten als prekären Schutz für Arbeiter und Ausrüstung dienen. Die Konstruktion bestand aus zwei vorgefertigten Abschnitten identischer gebogener U-Bahn-Platten, die gegenüber umgekehrt positioniert mit einem Bolzen im Loch der anderen Platte gestellt wurden,
und wurde nach der Montage mit einer Klammer zusammengehalten. Zusammengebaut bildeten sie einen Halbkreis und wurden aneinandergereiht, sodass diese Konstruktion nach Bedarf eine variable Länge realisiert werden konnte. Die Übersetzung ist nicht ganz einfach, Leute. Deswegen entschuldigt bitte, wie ich das gerade vorgelesen habe. Da seht ihr, wie es damals verbunden wurde. Das ist allerdings was Modernes. Eine alte Brücke, da gehen wir bestimmt auch noch drüber. Und hier gibt es für Leute, die lesen wollen, insbesondere den Fokus auf die Resistance, auf Propaganda und auch auf das Camp. Aber wir wollen uns direkt die Technik anschauen, oder? Jawohl. Jawohl. Übrigens unser dritter Tag heute. Heute schauen wir uns Blockhaus der Epalek an. Das ist eine ehemalige Geheimbasis. Und ich war schon mal hier und habe das damals unter einem komplett anderen Vorzeichen mir angeschaut. Aber wenn man sich überlegt, 80 Jahre zurück, Raketentechnologie ist ja noch in den Kinderschuhen. Da hat Deutschland, ich glaube, 11 oder 12 solcher Basen in Nordfrankreich aufgebaut. Und hat diese V2-Waffen unterirdisch produziert und dann gegen England geschickt. Alleine die Logistik in der damaligen Zeit, wir sprechen ja immerhin von der absoluten Lufthoheit der Alliierten, ist eine technische und logistische Meisterleistung. Und unter diesem Aspekt, insbesondere weil es halt auch komplett moderne neue Technik war, ist das wirklich bemerkenswert. Nur per Rohr, wir hätten einen Hund mitnehmen können, aber bei dem Wetter. So. Was haben wir hier? Also, zuhalten und hören. Ja. Also hier waren 1933 noch 40 Menschen untergebracht und 1943 schon 100. 100 Menschen auf diesem engen Raum. Also es geht hier um Deportationen natürlich. Aber das habt ihr sicherlich auch schon euch gedacht. Man nennt ihn auch den Zug der Schande. Weil man hier den Menschen Unmenschliches angetan hat. Das Wetter ist nicht so geil. Und es ist sogar ein bisschen kalt. So verschiedene Geschütze. Müsste amerikanisch sein. Aber die Übersetzung ist cool, ne? Im Frühling steigt der Saft auf und im Herbst fällt der Saft. Die wiederholte Auf- und Abbewegung verursacht die Oxidation des Metalls und lässt unauslöschliche Zeichen in den Venen des Holzes. Dieses verliert seinen ganzen geschäftlichen und ästhetischen Wert. Interessant. Hier sind ja, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass hier so viele Waffen und Fahrzeuge ausgestellt waren. Da oben ist ein Truck. Hier geht es nicht weiter, aber den gucken wir uns so an hier. Das kann sein. Aber bevor wir uns hier den nicht mehr angucken können, schaue ich noch einmal hier drauf. Das ist irgendwie so ein Abschleppwagen. Übersetzung. Das war mit einer Binde ausgerüstetes Panzerfahrzeug. Panzerfahrzeug war es jetzt nicht. Aber schwierig immer mit der Übersetzung. 105 mm Kanone. Kurzer Lauf, dickes Rohr. Könnte ein Abwurftank sein, mal gucken.
Entminungskugel. Eine Entminungskugel. Keine Ahnung. Was das ist, habe ich noch nie gehört. Ein Mini-U-Boot. Immer gern gesehen. So, das ist der Biber. Ich bin das bekannteste von der Kriegsmarine angewandte Taschenunterseeboot. Meine Entwicklung fing im Februar 1944 an und die ersten Exponate stachen im See 6 Monate später. Ich war 9 Meter lang und hatte einen Fahrbereich von 240 Kilometer und konnte während des Untertauchens eine maximale Geschwindigkeit von 6,5 Knoten und eine von 5,3 Knoten erreichen, wenn ich an der Oberfläche war. Ich war damit mit zwei 530 mm Torpedos bewaffnet und sollte die Küsten schützen und den alliierten Seekolonnen den Weg versperren. Und so sah der Biber aus. Unten seht ihr diese Ausbuchtung und da waren die Torpedos drin. Und Leute, überlegt mal. Keine Ahnung, die Größe vielleicht. Aber wie klein das ist, ne? Leute, das ist so klein. Und das ist eine richtige Waffe. Und sieht eher aus so wie ein Spiel. Ja, sieht eher aus wie ein Spielzeug, oder? Ja. Guck mal, da oben ist ein Satellit oder so. Radarsatellit. So, hier hat man Bomben aufdrapiert, die hier damals abgeworfen wurden und die man auch hier in der Umgebung gefunden hat. Und man hat sich außerdem hier die Mühe gemacht, Blindgänger in den Boden reinzustopfen. Ist natürlich nachträglich aufdrapiert, aber dass man sich einfach mal eine Vorstellung machen kann, wie die damals ausgesehen haben. Nein, jetzt erzähl. Nein, jetzt will ich auch nicht. Jetzt erzähl. Nein. Erzähl. Was ist in Holland? Nein, wegen den Holzbomben hier. Ja. Da gab es letztens eine lustige Geschichte. Ich meine, das war in Holland oder so. Ein Flugplatz, den die als Scheinflughafen eröffnet haben aus Holz. Und die Engländer haben gewartet, bis die halt komplett aufgebaut haben und haben dann einen Bombenangriff gestartet mit einer Bombe aus Holz, wo auch drauf stand, halt Holz für Holz. Die haben aber schön gewartet, bis der Flughafen fertiggestellt war. Oh, das ist gemein. Ja. Warum hat er das gerade erzählt? Hier am Wegesrand wird genau darüber berichtet und er hat, wie gesagt, vor 1-2 Wochen eine Reportage darüber gesehen. Und hier findet man diese Holzbomben bzw. Betonbomben. Und man hat die Deutschen aber damals den gesamten Flughafen aufbauen lassen und dann hat man erst angegriffen. Und jetzt schaut mal, massive Strukturen und ein Bunker im Hintergrund. Der Typ ist 2 Meter groß. Guck mal, wie viele Menschen da hinten stehen. Das ist ein Schuhklasse. Ja. So Leute, schaut euch das mal an. Das ist das Blockhaus der Palex. Hier wurde Flüssigtreibstoff für die V2-Rakete gefertigt, ja, sagt man gefertigt, ja, ne? Hergestellt. Und die Endmontage der V2 wurde hier durchgeführt oder sollte hier durchgeführt werden, aber man hat diesen Block niemals fertiggestellt, denn, und das werden wir gleich sehen, hier sind sogenannte Tallboy-Bomben zum Einsatz gekommen und eine davon hat die Struktur, man sieht es da oben sogar, die Struktur des Bunkers völlig zerstört. Und dann hat man das aufgegeben und dann zu diesen Meilern, die ich gerade erklärt hatte, gegriffen. So, hier wird die V1 schematisch dargestellt. Die war natürlich ein bisschen umfangreicher von der Technik her. Aber damit man nicht alles irgendwie wissen muss, hat man sie hier schematisch dargestellt. Das Ganze auch bei der V2, sogenannten Vergeltungswaffe. Und unsere Reise hat uns schon gelehrt, warum hat man diese Vergeltungswaffen gebaut? Die Alliierten hatten die absolute Luftüberlegenheit in Deutschland und haben deutsche Städte massiv bombardiert. Und um dem was entgegenzusetzen, weil man ja keine Chance hatte, eigene Flieger Richtung London und so weiter zu schicken, hat man die Vergeltungswaffen aufgesetzt und wollte erstmal mit der V1 quasi sich rächen an den Engländern. Das hat allerdings nicht geklappt, weil man die relativ schnell gut abfangen konnte. Sie war ja mit Anführungszeichen nur 400 km/h recht langsam. Am Anfang hat man sie mit Flugzeugen hat man die abgeschossen. Später hat man sie abgeschossen, indem man mit den Jagdflugzeugen
Tragfläche an Tragfläche sich kollidiert hat und dann hat man die aus dem Gleichgewicht gebracht. Aber am besten hat man sie abgewehrt mit der englischen Flugabwehr und dann sind nur noch wenig durchgekommen. Ungefährer Schaden, man hat bis zu 100 V2 an einem Tag 80 Tage lang abgeschickt, also 8000 Stück ungefähr. 6000 Menschen sind in Anführungszeichen, nicht falsch verstehen, nur ums Leben gekommen. Bedeutet, die Wichtigkeit dieser Waffe, die war nicht ganz so hoch, weil sie einfach zu einfach war, dass man sie abfängt. Deswegen ist man dann umgeschwenkt auf die V2 und auch da hat man ordentlich viele von diesen V2 abgeschossen. Und die hat dann tatsächlich einen höheren Schaden angerichtet. Man hat sie damals auf Antwerpen und London abgeschossen. Antwerpen war zu dieser Zeit schon von den Alliierten besetzt. Aber wie ihr wisst, haben diese Waffen letztendlich nicht dazu geführt, dass der Krieg das Verlauf sich verändert hat. So, es hat aufgehört zu regnen. So, wir gehen jetzt einmal an der kurzen Seite des Bunkers vorbei und schaut mal da unten. Da ist noch ein Eingang. Eingang, Entree. Da kriegt ihr mal ein bisschen Eindruck. Ich denke, diese Lufteinlässe waren damals, um den Sauerstoff in das Bauwerk zu bringen, also den flüssigen Treibstoff. Steht leider alles unter Wasser. Wahrscheinlich geht es hier drunter sogar noch weiter. Oh. Mon Dieu, was haben Sie gefunden? Wehrmacht oder? Oh. Guck mal, diese riesigen Fässer. Das ist natürlich. Das sind Leon Ami. Jupiler ist Bier. Das sind Bierfässer. Achso, Jupiter, nicht Jupiler. So, und ihr wisst ja immer. Immer mal gucken, wenn hier irgendwelche Wege sind. Ob man nicht noch was findet, was man sonst nicht findet. Und ja, da wäre ein Eingang. Ein Eingang wäre da. Und direkt warm. Irgendein Rotorblatt von einem Flugzeug. Pro Patria. Bombardement. Ich denke, das war hier der Bunker, um das, den Treibstoff herzustellen. Und hier, schaut mal. Völlige Zerstörung. Und wie groß, ne? Entschuldigung, ich bin eben durchs Bild gelaufen. Ah, ich denke, das ist einfach nur ein Durchgang. Das ist einfach nur ein Durchgang. So, und ich denke, das sind ungefähr 80 cm bis 1 Meter. Mich würde nicht wundern, wenn hier schon die Fische drin leben. Das sind auf jeden Fall 1,5 Meter da oben. Boah. Tatsächlich. Normalerweise sind die ja deutlich dünner. Aber hier. Ja. So, jetzt befinden wir uns oben auf der Rückseite des Bunkers. Mal gucken, wie weit wir kommen. Da sieht man es mal. Wie dick die sind. Dann war das flüssiger Sauerstoff hier, die Nummer 2. Sprich da hinten, da wo das Loch ist, genau da. 3 und 4, das war wahrscheinlich der Vortrieb, ne? Schuss fertig machen, genau. Das bedeutet, die wurden quasi auf Schienen, wurden die dahin transportiert. 5 wäre Galerie, ist immer noch. Und vorne sind da die Abschussrampen, da kommen wir gleich noch hin. Und der 7 ist der Kommandantenturm, der guckt sich das alles an. Der drückt einen Knopf. Ja, der drückt einen Knopf. So, hier sind Loren. Und schaut euch das mal an. Leute, wie gesagt, das ist ja
wenn man sich das jetzt anguckt, und deswegen sage ich das nochmal, das ist jetzt für uns jetzt einfach nur ein Stahlbetonklotz. Aber ihr müsst euch vorstellen, das war ja Hochtechnologie und absolut streng geheim. Jeder, der hier zu tun hatte, der durfte nicht darüber sprechen, beziehungsweise wurde wahrscheinlich vielleicht sogar ermordet, wenn er KZ-Insasse war oder Zwangsarbeiter. Und die haben hier dran gearbeitet an einer neuesten Technik, nämlich Raketentechnik, die ballistisch abgeschossen wurden und dann 200, 300 Kilometer später in feindliches Land eingedrungen sind, ohne dass jemand wusste, dass die jetzt kommen, weil die waren ja lautlos. Also im Endeffekt ist das ein riesiges Maschinengewehr für die V2 gewesen. Ja, könnte man sagen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie viel pro Stunde abgeschossen werden sollten? Weiß ich nicht. Ich weiß es leider auch nicht mehr. Also von daher, Leute, das ist hier wirklich Geschichte. Und als ich damals hier war, habe ich das tatsächlich nicht so wahrgenommen. Für mich war das einfach nur einer von vielen Bunkern, die ich mir angeschaut habe. Ähnlich übrigens wie in Peenemünde. Das wird mir jetzt gerade erst bewusst, nachdem ich gestern einen Film gesehen habe, übrigens französischer, also wurde in Frankreich gedreht und auch in Frankreich vertont. Und der hat mir erstmal bewusst und transparent gemacht, über was wir hier überhaupt sprechen, wenn wir über die V1 und V2 sprechen. Ja. Alter Kran. Es gibt ja ganz viele Mythen über das Thema deutsche Waffen, dass sie halt schon total weit waren. Und es gibt auch Mythen über verschiedene Bunkeranlagen, das Bernsteinzimmer. Und wenn ihr euch für solche Sachen interessiert, für Mythen, dann müsst ihr euch mal den Kanal Auftrag Geschichte angucken. Den Kanal von meinem Kumpel, Freund Mackie. Der hat seinen Kanal insbesondere auch auf solche Themen spezialisiert. Also viele Sachen sind für mich tatsächlich nicht immer ganz nachvollziehbar oder ich kann nicht daran glauben. So U-Boot-Basen irgendwie in der Antarktis und sowas, da hört es dann bei mir auf. Aber, ja, tatsächlich. Aber ich bin ehrlich, wir waren ja vor einiger Zeit in dem Bunker in Ahrweiler, ne? Ja. Und wie viele Kilometer hat der? 18 Kilometer insgesamte Länge gehabt. Genau. Und hätte mir jemand vorher gesagt, dass es einen Bunker gibt, der 18 Kilometer Länge aufweist, hätte ich den nicht geglaubt. Und ich war ja selbst drin, ihr könnt euch das Video angucken. Und der ist jetzt zu einer Seite 18 Kilometer und zur anderen auch nochmal 6 irgendwie, ne? Oder 4? Nee, der ist jetzt, glaube ich, unterteilt insgesamt 18. Ja, also insgesamt 18. Aber stellt euch vor, irgendjemand erzählt euch, dass es einen Bunker in Deutschland gibt, der 18 Kilometer lang ist. Ich weiß nicht, ob ihr das geglaubt hättet. Ich habe es damals nicht geglaubt. Mittlerweile weiß ich, dass es das gibt. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass unsere Regierung was Ähnliches hat, was wir aber nicht wissen. Und von daher, warum sollte es nicht möglich sein, dass vor über 80 Jahren, als ein Weltkrieg vorhanden war, Dinge gebaut wurden oder konstruiert wurden, wo man heute nicht mehr dran glauben kann. Genau. Also von daher, guckt euch mal gerne den Kanal an, ist auf jeden Fall immer sehr spannend. Und ob man das dann für sich glaubt oder nicht, muss jeder für sich selber wissen. Und hier nochmal der Kran von unten. Jetzt unten im Bunker. Und das Gute ist, ich habe eine Taschenlampe mitgenommen. Und hier waren die Raketen damals aufgestellt. 108 Stück sollten es insgesamt werden. Und da seht ihr einen Bombentreffer. Und hier wurden die mit den Schienen angebracht. Also mit den Zügen. Und die waren halt immer unterteilt. Hier. Es hat so krass gebumst, dass sogar der erst vorne. Oh nee! Hier ist die Bombe eingeschlagen.
Und stellt euch mal vor, hier wären Raketen drin gewesen. Ich weiß nicht, ob hier Raketen drin waren, aber nee, hier waren keine Raketen, sondern sonst wäre das ja noch mehr kaputt gegangen. Heftig. Boah. Alter Schwede, guckt euch das an. Brutal, oder? Hier nochmal der Blick drauf. Leute, auch das wieder ein Zeugnis, wie heftig Krieg sein kann. Nochmal der Blick. Interessant, dass dort die Wand kaputt ist. Auch hier scheint es einen Treffer gegeben zu haben. Und die Geräusche hier. Leider wird nicht gesagt, was das hier ist. Ich hätte ja gesagt, das ist irgendwie ein Geschützrohr. Aber hier kann ja nirgendwo eine Granate eingeführt werden. Und hier mit dem Schlitz macht ja auch keinen Sinn. Und hier nochmal der Blick in die Kammer. Und ich bin echt begeistert von der Osmo 3. Ist manchmal ein bisschen schwierig, die Kamera nachzuführen, weil es ja Gimbal stabilisiert ist. Aber Qualität ist super und Lichtausbeute bei wenig Licht ist mega. Im Hintergrund. 36 Raketen pro Tag. Nochmal bitte? 36 Raketen pro Tag konnten abgefeuert werden. 36 Raketen. La Coupole waren es 100, oder? Ja. La Coupole waren es 100. Also stellt euch mal vor, 36 und da 100, 136 Raketen lautlos auf England. Lautlos auf England. So, da sieht man nochmal, hier grün wurden die Raketen aufgestellt. Rot wurden sie nach vorne zum Startplatz gebracht und hier A ist der Startplatz. Pass auf. Der Bombenangriff hat ein künstliches Erdbeben verursacht, was die Standsockel verschoben hat. Boah. Also okay. Ja, da sieht man das. Das bedeutet, nach dem Bombenangriff mit den großen Tallboys war die Anlage einfach nicht mehr zu benutzen und dann hat man sie aufgegeben. Das bedeutet, so wie wir hier sehen, wurde die Baustelle damals tatsächlich auch beendet. Boah, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das damals gerumst haben muss. Ich mich auch nicht übrigens. Aber ich möchte es auch gar nicht. Hier kann man das sogar erahnen. Guck mal hier, da diese Standsockel, ne? Das ist ja, da siehst du die Standsockel. Die sind nicht mehr aufeinander. Da. Da, der müsste eigentlich hier runter gehen, aber der geht hier so. Kann man mit dem Bude auch rein? Das weiß ich gar nicht. Ich war damals nicht drin. Von daher, wenn ich reinkomme, oder wenn wir reinkommen, besser gesagt, das wäre schon ein Highlight. Und damals bist du einfach überall durchgerannt, oder? Ja, das war kurz vor Feierabend. Gut, dass wir Taschenlampe dabei haben. Kalt, ne? Oh, guck mal, die Türen! Ist das original? Boah. Ich dachte schon, die fallen hier runter. Ist das Metall? Das ist original, ne? Guck mal da runter. Heftig. Ja, ist original. So, und das Schöne ist, man kann hier irgendwo die deutsche Sprache einschalten. Sie befinden sich hier in der Mitte des Bunkers von Ipernek. Das riesige Tor, durch das Sie geschritten sind, regelte die Gleiszufahrt ab. Es ist 2,20 Meter dick. Es besteht aus 86 Kubikmetern Stahlbeton und wiegt 216 Tonnen. Boah, guck mal, wie dick das ist. Von 1988 kann es durch Elektromotoren bewegt werden. Es ist mit zwei Knäuelstangen an einem Rahmen mit vier Achsen befestigt. Dieser Rahmen bewegt sich auf zwei Schienen, die auf den Trägern über ihnen gelagert sind. Die Gleishalle ist beeindruckend hoch. Durch die geplante Höhe von 25 Metern
sollten Transport und Bestückung der schreckenerregenden V2 gewährleistet sein. Heute ist die Halle nur noch 22 Meter hoch, denn auf Tunnelhöhe wurde der Boden um 3 Meter aufgeschüttet, damit das Grundwasser ablaufen kann und der Besucher trockenen Fußes das Innere des Bunkers erreicht. Auf halber Höhe dieser Innenhalle erkennen Sie 3 Ebenen. Dort waren die Flüssig-Sauerstoff-Reservoirs untergebracht, von denen aus die Kühlwagen beladen wurden. Die Kühlwagen hatten ein Fassungsvermögen von 15 Tonnen, ausreichend für 3 V2-Raketen. Im Seitengang befindet sich heute ein Modell der 14 Meter hohen V2 in Originalgröße. Von diesem Gang aus sollten die Raketen nach draußen zum Starttisch befördert werden. Die noch heute sichtbaren Schutzplatten an den Wänden sollten die Druckwelle beim Start der Rakete abdämpfen. Zudem waren Abgasschächte im Oberteil des Gangs eingebaut. Es stellt sich natürlich eine Frage. Warum führten die Deutschen diese Arbeiten zu Ende, wo doch der Bunker von Ewerleck nur noch als Produktionsort von Flüssigsauerstoff dienen sollte? Man vermutet, dass die Ingenieure der Organisation TOT das Projekt nicht völlig aufgegeben hatten, den Bunker von Ewerleck als Montage- und Startbasis für die V2 zu benutzen. Also man hat hier weiter produziert, wie wir gerade erfahren haben. Ja. Aber man, oh, guck mal! Kannst du mal den da oben anleuchten? Welchen denn? Den Wagen da oben? Ja. Den hätte ich gar nicht gesehen, ohne dich. Oh, guck mal hier. Ich glaube, das war damals nur gezeichnet. Mittlerweile ist das ja... Brauchst du Licht? Ja, lass mal kurz. Aha. Mittlerweile haben sie ein V2-Modell hingestellt. Gut, dass wir eine Lampe mit haben, dann können wir euch mal die Zerstörungen zeigen und auch das Modell der V2. Boah, ist das hoch, ne? Und das wäre normalerweise offen gewesen, oder? Um die rauszuschieben. Ja, guck, da. Aber das bedeutet, die haben es geschlossen gebaut und dann wären die Tore da gewesen. Die hätten dann auch solche Tore da reingesetzt, so wie vorne. Und dann wären die hier mit diesem Meiler werden die rausgeschoben worden. Alter, das erinnert mich ein bisschen an die Indiana Jones mit der Truhe. Ja. Und so geheimnisvoll und so weiter. So, der Meilerwagen kam zurück. Oder der Transportwagen kam zurück. Dann wurde die aufgetankt. Ich glaube, es gab sogar verschiedene Treibstoffe später, wenn ich mich richtig erinnere. So, dann kamen die weg und dann 3, 2, 1 und Liftoff. Dann wird wahrscheinlich die Tür geschlossen worden sein. Und die nächste Rakete wird zum Startplatz gebracht. Mal gucken. Aber spannend, dass man erst die Bunkerwände zugelassen hat, ne? Ja. Und dann wahrscheinlich rausgeschnitten oder wie auch immer. So, jetzt gucken wir mal hier, was es gibt. Oben. Da ist die Rakete. Ja, haben wir nichts verpasst. Also das ist mal ein gutes Museum, oder? Ja. Also können wir auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen. Jawohl. Jawohl, noch da. Oben ist auch noch mal eine Videoprojektion, aber das ist sehr, sehr dunkel. Kann man fast gar nicht sehen. Und da oben war auch noch mal...
Ach, man hat ja den Boden hier neu reingemacht, ne? Das hier ist neu, hat man, haben sie ja gerade gesagt. Wegen des Grundwassers, weil das Grundwasser steht ja. Das bedeutet, da wo wir jetzt stehen, ist damals nicht die Rakete gewesen, sondern da hinten war die Rakete. Und deswegen passte sie auch hier durch. Und da oben ist noch ganz viel Befestigungszeugs dran. Geil. Leute, also wirklich absolute Top-Empfehlung. Unbedingt hinkommen. Gucken, was besser ist hier. Gut, Kummersdorf, da waren wir auch schon. Da ist die Maus gesprengt worden. Gerade Fiddler Mein Kampf. Müsste auf jeden Fall mal herkommen. Ah, man fängt rechts an. Man fängt rechts an. Wir können ja mal ganz kurz die Überschriften lesen. Das kann das Video einfach nicht abdecken. Dafür wird es sonst lang. Trotz Verbote des Versailler Vertrags sitzt die Weimarer Regierung darüber hinweg und entwickelt neue Waffen, die in diesem Verbot, was Hitler das Versailler Diktat nannte, nicht eingeschlossen waren. Tatsächlich hat Hitler ja gemeinsam mit den Russen in Russland Panzer 1 und Panzer 2 gebaut und auch getestet. Wissen auch viele nicht. Da seht ihr die Tallboys. Oh, hier ist sogar eine. Schaut euch das mal an. Das ist eine sogenannte Tallboy-Bombe. Und die schwersten Bomben, die sie damals hatten, das war die Grand Slam. Und man sieht es auch hier. Da. Die Grand Slam hat 10 Tonnen Gewicht gehabt. Die Tallboy 5,4. Und die Disney, habe ich noch nie gehört, 2 Tonnen. Und da seht ihr direkt daneben die Größe eines Mannes. Und das ist wirklich krass. Wenn diese Bombe da oben... Und das ist ja noch nicht die... Ist das die Grand Slam, was meinst du, oder ist das die Tallboy? Das ist wahrscheinlich die Tallboy, ne? Die wird ungefähr... Ja, ist die Tallboy, guck. Da. Ah, und das ist hier ein Teil von der Bombe. Alleine das wirst du wahrscheinlich alleine nicht hochkriegen. Ja, und die brauchte man, um damals die U-Boot-Bunker in Saint-Nazaire und La Rochelle zu durchdringen. Und, guck mal, da oben, da ist... Da ist auch eine eingedrungen, aber nicht durchgekommen. Ich denke, das war eine kleinere. Oh, es ist toll, bei Bombe ist sogar britisch, nicht amerikanisch. So, nach dem Abwurf und dann zwei kleiner Querruder drehte sie sich um sich selbst. Damit kann sie einfach überschallschnell in den Boden eindringen. Macht zwei, wenn sie sehr tief anhaltet, lösen Zeitschaltkapseln die Explosion aus. Dies leitet an Erdbebenwelle. Also die ist nicht direkt explodiert, sondern die ist eingedrungen und ist dann erst explodiert. Und so wurde die verladen und dann abgeworfen mit diesen riesigen Avro-Lancaster-Bombern, die man dafür brauchte. Viermotorig. 7000 Maschinen wurden davon gebaut. Und hier, der Bunker ist so groß, der erzeugt sogar sein eigenes Klima. Guck mal. Heftig. Original Wandbemalung vielleicht sogar. Und nochmal der Blick zurück. Oh, hier haben wir noch gar nicht hingeguckt auf der anderen Seite. Also Leute, das ist wirklich ein tolles Museum. Kann ich nur unbedingt uneingeschränkt empfehlen. Toll. Und wir haben Glück. Die Schulklasse ist gerade draußen. Wir können das Museum also selbst erkunden, quasi alleine. Und überall gibt es hier diese Taster in deutscher und anderer Sprache. Ah ja, da kommt ein Film. Da kommt ein Film. Und überall ist das Grundwasser drin. Da ist sogar noch ein Fahrrad oder so. Das ist ja krass. Da liegen noch richtig Relikte drin. Und das Museum, beziehungsweise wir haben jetzt
das Video einmal zu Ende geguckt. War auf jeden Fall sehr spannend. Insbesondere das Thema KZ-Häftlinge haben sie nochmal in den Fokus genommen. Und da sind wirklich schlimme Dinge damals passiert im Zusammenhang mit diesem Bunker und auch mit der Erfindung der V1 bzw. generellen V-Waffen. Und eine Sache möchte ich euch gerne noch zeigen. Einmal natürlich hier diesen Wagen mit der Bombe dran. Aber eigentlich ist es das hier, was ich euch zeigen wollte. Nämlich die sogenannte Disney-Bombe. Und die Disney-Bombe auch, um Bunker zu sprengen. Das Interessante ist aber, dass diese Bombe aus ca. 6.000 bis 1.500 Meter abgeworfen wurde. Und damit sie Mach 2 erreichte, hat sie noch vier kleine Raketen drin gehabt. Und damit ist sie erst auf die Geschwindigkeit gekommen. Und als sie dann eingedrungen ist, ist genau wie bei den anderen, die ist dann erst im Nachgang explodiert und hat dadurch die Wände des Bunkers verschoben. Und die wurde hier in der Nähe ausgegraben und ist nicht detoniert. Und wahrscheinlich finden wir hier hinten den Auslass für die Raketen. Genau, da sehen wir sie. So, damit sind wir hier im Bunker fertig. Es ist ein Gerät, um Flüssigsauerstoff herzustellen. Aber das ist tatsächlich jetzt über mein Niveau, ich bin ehrlich. So, da kommen wir her. Hier seht ihr das Blockhaus von vorne. Da wären die Ausgänge eingearbeitet worden. Und hier vorne finden wir noch ein Modell der V2. Und wir gucken uns den Bunker natürlich auch einmal von außen an. Aber erstmal gucken wir uns hier die Stadtvorrichtung an. Schaut mal. Das ist alles Hochtechnologie, auch wenn man das heute vielleicht nicht mehr so sieht. Schaut euch das mal an. So, wir befinden uns jetzt direkt vor dem Bunker. Und ich zeige euch gleich noch mal was ganz Besonderes. Das ist wirklich unvorstellbar. Hier gab es auch eine Explosion. Schaut mal. Da ist die Bombe draufgekommen und dann gab es hier diese Abplatzungen. Da oben wäre der Kommandant drin gewesen. Aber man hat das Bauwerk ja nicht zu Ende gebaut. So, und da standen wir gerade. Und jetzt sehen wir das quasi einmal von vorne. Hier wäre der zweite Startbereich gewesen. Wurde, wie gesagt, nie fertiggestellt. So, und ich hatte euch ja gerade über die Tallboy-Bomben erzählt, die hier zum Einsatz gekommen sind. Und, boah, das ist auch ein schönes Bild, ne? Und dieser See ist nicht natürlich entstanden, sondern es ist ein Sprengkrater einer Tallboy-Bombe. Und dahinter ist eine V1 Fieser 103. Mega. Also wirklich klasse, wirklich klasse. Ferenc hat gerade was sehr Spannendes gesehen. Und zwar ist hier ein Bild, wie es hätte aussehen sollen. Schematisch hat man hier ein Bild in Bild gemacht. Das ist quasi der Bunker, den wir vor uns sehen. Und wir haben uns ja gerade gefragt, wie hätten denn die Raketen damals raustransportiert werden. Und in der ersten Bauphase hatte man es zugelassen wegen den alliierten Luftangriffen. In der zweiten Bauphase wäre es aufgemacht werden. Und dann hätte man auch ein Stahltor eingebaut. Und schaut mal hier, das merken wir uns jetzt hier. Das gibt es da oben nämlich auch, genau da. Und bis da oben wäre der Eingang bzw. die Öffnung gewesen. Und man kann es sogar noch ganz gut erkennen. Man sieht dort Schlitze und dann hätte man da den Beton rausgebrochen. Und wahrscheinlich wäre hier sogar noch ein Stück Beton aufgesetzt worden, damit man die Türen hätte auch aufsetzen können. Ähnlich wie das hier ist. Da war ja dieses große Stahltor drin. Wahrscheinlich wäre hier sogar noch ein Stück drauf gekommen. Also kurz noch mal hier einmal auf die Fieseler 103 zu sprechen kommen. Das ist die erste Flugrakete, die es, oder Flugbombe, Entschuldigung, Flugbombe, die es gab. Hinten ein Pulsstrahltriebwerk drin gewesen, vorne ein kleiner Propeller dran. Je nach Umdrehungen kann man dann halt errechnen, wie weit die Bombe gekommen ist. Und wenn die ihr Ziel von der Kilometer erreicht hat, dann wurde das Pulsstrahltriebwerk ausgeschaltet.
geschaltet. Damit wurde ein kontrollierter Absturz verursacht und dann ist die Flugbombe an ein vorprogrammiertes Ziel abgestürzt. Die Richtung hat man natürlich mit der Ausrichtung dann gemacht und es gab natürlich auch kleine Korrekturen wegen Luft und so weiter. Deswegen gab es nicht immer den gleichen Einsturzpunkt, sondern quasi man hat ein gewisses Streuverhalten gehabt. Und das Pulsstrahltriebwerk braucht eine gewisse Geschwindigkeit, damit es funktioniert. Also man könnte es jetzt nicht aus dem Start heraus losfliegen lassen, das funktioniert nicht, sondern man brauchte ähnlich wie auf einem Flugzeugträger eine gewisse Geschwindigkeit. Und das hat man geschafft, indem man, ich bin mal gespannt, Ferenc sagt, da ist der Stempel, ich glaube, ja, man nennt das sogar Stempel, ne? Diesen Stempel mit Druckluft abgeschossen hat. Und da, genau, da wurde die Flugbombe eingehakt. Dieser Stempel wurde hier eingeführt. Man hat hier mit Druckluft das Ganze unter Druck gesetzt und dann hat man auf Knopfdruck diese Schleuder bedient und die Rakete dann abgeschossen. So, schaut euch das mal an. Wir haben auch noch was Schönes entdeckt. Hier gibt es eine Schautafel über die V1, sprich Vergeltungswaffe. Und zwar Länge knapp 50 Meter, Gefälle 6 Grad, Beschleunigung am Start 15 G. Die wurde also mit 15 G abgeschlossen. 400 Kilometer, 19 G. Minimale Geschwindigkeit 250 km/h und Reisegeschwindigkeit 650 km. Also doch schneller, als ich gerade gedacht habe. Und theoretisch konnte sie ein Quadrat mit den Seiten 4x4 Kilometer treffen. Das war die Zielgenauigkeit, aber praktisch lag sie ungefähr bei 13 Kilometer. Ne? Wahrscheinlich mit Wind und so weiter. Und das waren die ganzen Abschussbasen, also richtig viele Leute, richtig viele. Und alle gegen England. Und das war die Kanone, die Flak, die dazu geführt hat, dass diese V1 nicht weiter produziert wurde, weil man damit sehr effektiv die Rakete, die Flugbombe abfangen konnte. Und hier steht diese Pum-Pum-Kanone. Das war die Flak-Kanone, die die Wende gebracht hatte und man die Waffe dann nicht mehr eingesetzt hat. So, also ich gucke mir in der Regel dann immer so die 4 cm Kaliber an, aber der große Mann guckt sich natürlich die großen Kanonen an. Das war ein Rohr. Das war ein Rohr, ne? Oh, Leute. Das ist schon was Größeres, ne? Servoöl, Coilingöl, Remote. Ja, das ist schon crazy, das Ding. So, meine Freunde, also wir haben das Museum jetzt einmal komplett besucht. Ich bin nochmal rückwärts gegangen, um für TikTok und für Instagram noch ein paar Hochkant-Videos aufzunehmen. Ferenc wartet netterweise auf mich. Den habe ich gerade angerufen und habe ihm gesagt, dass ich unten auf ihn warte. Und dann wird er gleich zu mir stoßen. Und das, was hier am Ende des Rundgangs noch zu sehen ist, ist eine sogenannte Bailey-Brücke. Und die zeige ich euch nochmal. Das ist eine sogenannte Behelfsbrücke. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass die Deutschen zum Ende des Krieges beim Rückzug generell die Brücken zerstört haben. Das haben ja alle gemacht und deswegen gab es solche Behelfsbrücken, die relativ schnell auch aufgebaut werden konnten und dann natürlich auch schwerstes Gerät halten konnte. Schaut mal hier, da sieht man, wie so eine Brücke aufgebaut ist, dass da auch Fahrzeuge drüber gebracht werden konnten und wie sie halt auch aufgebaut werden konnte. So, das letzte Wort schenke ich dir. Wie war das? Super, wirklich sehenswert, geil. Ja, netter Abschluss. Also von daher, wir ziehen jetzt weiter. Und ich habe dir noch nicht das letzte Wort hinterlassen. Ne? Herrlich. Also von daher, Leute, wenn ihr diesen Content feiert, dann lasst ein Like da. Ein Like da und ein Wie heißt das? Plus weg, was weiß ich. Ja, ein Abonnement, ne? Ja, genau. Genau. Ferenc macht sich immer darüber lustig, dass alle YouTuber immer das Gleiche sagen, ne? Genau.
Was sagen die denn immer? Mit dem Herz und mach das Plus weg oder wie der ganze Scheiß. Und was sagen sie noch? Die haben noch, wenn ihr nicht wisst, was es ist, dann. Kommentiert bitte. Dann schreibt sie in die Kommentare, ne? Oh. Ja, genau. Also, ey. Ich will so eine kleine V1 haben zu Hause. Die? Ja, die ist. Im Vorgarten stellen. Ja, ne? Sollen wir mal gucken, was sie hier an Merchandise haben? Ja. Guck mal, hier haben sie noch ein kleines Modell von der V2. Und hier haben sie noch eine Flak. Ja, musst du nochmal pinkeln? Ja, ich bin noch pinkeln. Ah, ja. Okay, Leute, also von daher, feiert uns, wir feiern euch. Ganz wichtig, euch zu erklären, wie das damals so geplant war. Wir sehen jetzt hier den Plan, den ihr auch gerade in dem Video gesehen habt. Und oben in Rot, nördlich, ist der eigentliche Bunker. In der Mitte dieses kleine... diese kleine Nase, da war der Kommandant drin, der hat quasi auf den Knopf gedrückt. Und links und rechts davon seht ihr so zwei Bahnen, die rausgehen. Da sollten die Raketen rausgeschoben werden. Und im grünen Bereich, im unteren Bereich, wurden links die Raketen angeliefert. Also die Teile, die sind ja zur Endmontage in dem grünen Bereich, da wo man die ganzen kleinen Raketen sieht, zusammengebaut worden und die wurden dann über ein Schienensystem in Richtung Rot gebracht, wo sie dann aufgetankt wurden und dann gegen England geschickt hätten werden sollen. Also ihr seht, das ist wirklich ziemlich durchdacht und vieles davon ist gar nicht gebaut oder gefertigt worden, einiges davon ist zerstört worden. Das wäre mir nochmal ganz wichtig, dass ihr versteht, wie damals dieses Gebäude hätte funktionieren sollen. Und zum Abschluss des Videos möchte ich euch nochmal ganz kurz die Funktionsweise erklären und auch die Bombentreffer. Schaut mal, die hellen Stellen, das sind wiederhergestellte Bombentreffer. Oben und unten am Gebäude können wir ziemlich große Einschuss- oder Treffer erkennen. Die wurden nicht wieder aufgearbeitet, weil sie halt nicht durchgehen. Links unten können wir das Modell erkennen. Da wäre eine Ausfahrt, ein Tor gewesen für diese Rakete. Das gleiche auf der rechten Seite. Und ganz in der Mitte haben wir diese kleine Nase gesehen, wo der Kommandant hätte Platz nehmen sollen, um die Raketen gegen England zu schicken. Und hier seht ihr den Bereich, wo der Kraftstoff hätte hergestellt werden sollen, Flüssigkraftstoff. Und hier nochmal ein Detailblick auf die Bombentreffer. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Und da wären die Raketen damals rausgekommen. Da, wo die Rakete steht, wäre sie dann auch abgeschossen worden. In diesem Sinne, ich bedanke mich, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Und wir werden euch jetzt die weiteren Teile von unserer Frankreich-Tour präsentieren. Ich bin raus, euer Random Life.